Ja, hallo, hier ist Christian Hemmschermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, am Wochenende geht der Kurs Spiritualität und toxische Beziehungen los. Holt ihn euch noch zum Frühbucherpreis und nächstes im Januar dann wieder die allseits bewährte Selbstliebe-Challenge, der Klassiker. Und nochmal kurzer Hinweis, dass ich auch so ein, weiß extra noch nicht genau, was ich damit mache, aber ich auch so einen privaten Kanal aufmachen will. Hemmschermeier Privat heißt der. Wer da mal mit gucken will, ich bin selber gespannt, was daraus wird, aber es wird keine Liebeschip-Videos auf jeden Fall darauf geben. So, Thema heute ist Polarität, eine Frage von Urudia. So, hallo Christian, ich habe dir im November 17 schon mal geschrieben, du hast daraufhin das Video Ich bin nicht verliebt bei YouTube gepostet. Ich danke dir nochmal herzlich für deine Arbeit. Bald nach dem Video haben der Mann, über den ich schrieb, und ich dann miteinander geschlafen. Initiiert habe ich dies. Mangelnde Polarität, der Mann sollte da schon auch beteiligt sein. Es ist wirklich, auch da muss ich immer wieder sagen, ich weiß, ich wiederhole mich, wie irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Glaubt wirklich, dass Polarität eine Riesenrolle spielt? Das spielt eine Rolle, wer was initiiert. So, jetzt könnt ihr natürlich wieder sagen, nein, es ist alles Gender und es ist alles das Gleiche und ist es nicht. Und wenn eine Frau, es sei denn, ist das einer der seltenen Fälle, wo die Frau in der männlichen Polarität ist und der Mann in der weiblichen, dann ist alles fein. Aber oft ist es nicht gut. Weil dann die Frau den Job des Mannes übernimmt. Natürlich ist es nicht so, dass eine Frau das nicht darf, oder, aber es ist nicht in der Polarität. Das Sex war wirklich schön und tatsächlich stellten sich bei mir die Schmetterlinge im Bauch, die mir vorher fehlten, auch ziemlich bald ein. Es dauerte einige Wochen und ich und mein Partner sprachen auch darüber, dass wir beide eine Beziehung miteinander möchten. Seitdem sind wir fest zusammen und es gab nie irgendwelche Außenbeziehungen oder Trennung für die Beziehung als sehr stabil zu beschreiben. Ja, das ist jetzt mal. Schönes Beispiel, weil wir reden jetzt mal nicht über toxische Beziehungen. Und so sieht das jetzt aus, wenn es mal andere Probleme gibt. Gut, ihr schreibt mir aber auch gern mal über eure Beziehungen, die gut laufen. Ich glaube, das wird auch viele interessieren hier. Die gibt es ja definitiv, nur ich glaube, ich kriege immer mal E-Mails von Leuten, die sagen, hey, läuft alles super. Wäre auch schön, wenn ihr mal eine E-Mail schreibt. Das wäre, glaube ich, sehr motivierend für die anderen. Die ersten Monate waren wirklich schön, aber bald stellten sich mir wieder Zweifel ein. Ja, Zweifel heißt meistens, man ist auch irgendwie nicht verliebt genug. Ich fing an, in einem inneren Monolog alles Mögliche an ihm zu kritisieren. Ja, du gehst jetzt eindeutig in den Minuspol, wobei das jetzt nichts Toxisches hat, so, ne? Aber, ja. Meine Gefühle für ihn kühlten zunehmend ab. Das bedeutet nicht, dass ich mich konstant nicht zu ihm hingezogen gefühlt hätte. Gefühle von Abneigung und Zuneigung wechseln sich periodisch ab. Ja, im Minuspol, wie gesagt, ist. Gibt auch einen nicht toxischen Minuspol, der ist hier definitiv der Fall. Ist es eben nicht, bin nicht Verlustangst wie ein Pluspol, sondern Ambivalenz. Es ist auch nicht Angst. Es ist nicht immer Bindungsangst, sondern es ist in aller Regel Ambivalenz. Das haben wir hier, ne? Seit etwa einem Jahr schlafen wir noch selten miteinander, etwa einmal im Monat. Ist so im ersten Jahr schon echt wenig. Mir ist das eigentlich viel zu wenig, aber ich fühle mich nicht mehr richtig zu ihm hingezogen. Meistens mangelnde Polarität. Also in diesem Falle wäre das so mein Tipp. Es kann natürlich viele andere Gründe haben, auch da wieder. All die anderen Gründe aufgezählt in meinem Buch. Guckt ruhig mal rein. Es kostet nur 16,95 €. Steht ganz viel drin. Kleine Schrift. Seit etwa einem Jahr schlafen wir noch. Ja, wie er das sieht, weiß ich nicht genau, denn wir sprechen über das Thema nicht mehr. Ja, nicht mehr über kritische Sachen reden ist ein Äquivalent zu nicht mehr miteinander schlafen. Also solltet dringend diese Gespräche führen, die ätzend sind. Aber wenn man die heißen Eisen nicht anpackt, gibt es häufig auch keinen Sex mehr. Also weil das ist auch. Sex ist ja auch Kommunikation, also das zeigt sich jetzt auch auf eurer kommunikativen Ebene, dass ihr nicht mehr richtig kommuniziert. Ich traue mich nicht, es anzusprechen. Ja, aber
genau diese Risiken, Sex hat auch mit Risiko zu tun, ne? Also da darfst auch du, er auch, kommunikative Risiken eingehen, wenn ihr wieder mehr Feuer haben wollt, ne? Ich würde ihm eigentlich gerne sagen, dass ich mir wünschen würde, dass er mal den Sex initiieren würde. Oh Gott, ja. Mangelnde Polarität, aber ich weiß nicht, ob er, wenn er das dann tut, auch wirklich Sex mit ihm haben möchte. Ja, aber wäre auch spannend rauszukriegen, ne? Wenn er dann schon den Move macht, möchte ich ihm nicht wehtun und ihn abweisen. Ja, das sind alles Sachen, worüber ihr reden solltet, ne? Irgendwie sehe ich schon, dass hier wahrscheinlich ein Teil des Problems liegt. Mir ist schon klar, dass ich nichts tun muss, nur damit sich jemand anders nicht verletzt fühlt. Aber in mein direktes Erleben und Fühlen bekomme ich diese Gedanken nicht umgesetzt. Ein anderer Teil des Problems ist aus meiner Sicht die Passivität meines Partners. Ich finde das unattraktiv. Das solltest du alles nicht mir sagen oder schreiben, sondern ihm sagen. Das habe ich ihm auch in anderen, weniger harschen Worten gesagt. Männer verstehen oft nur ganz klare Kommunikation. Ja. Aber ich habe zunehmend das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken. Ich beobachte auch immer mehr, wie ich zu einer cold, hard bitch werde, andauernd rumnörgel und wenig liebevoll bin. Das meiste ein Zeichen dafür, wenn die Frau nicht in ihrer Polarität ist, weil beide nicht in ihrer Polarität sind. Aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich bin nun auch schon auf den Trichter gekommen, dass meine Beziehungsproblematiken wohl damit zu tun haben, dass weder ich noch mein Partner richtig in der Polarität sind. Ja. Sehr guter Lernschritt. Aber was kann ich tun, damit sich die Situation bessert? Ansprechen. Ansprechen. Reden. Redet miteinander. Ist nicht schön, aber was ist schon immer alles. Also, es ist vieles hier nicht schön. Also, ich finde das Wetter auch gerade nicht schön. Also, das ist menschlich, dass man in der Komfortzone bleiben möchte. Aber es ist keine Komfortzone. Es wäre besser, würde ich darüber reden. Ja. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die man in der Paartherapie besprechen könnte. Ne? Würde mich sehr freuen, wenn du Zeit finden würdest, eine Videoantwort zu posten. Wenn nicht, danke ich trotzdem für die fantastische Arbeit, die du leistest. Mit dem Wissen, das du verbreitest, zumindest hast du mein Leben viel besser gemacht. Danke, danke, danke. Ja, bin gespannt, was dabei rauskommt und wir werden uns bald wiedersehen.